Leute, ich hatte den schlimmsten Tag meines Hundepapas Leben. Jetzt wollte ich ein Video machen, dass es mir wieder besser geht und dass alles gut ist. Jetzt ist mein Hund weg. Bevor ich euch aber erkläre, was genau vorgefallen ist, dachte ich, ich mache mein erstes ASQ-Video. Answer simple questions. Wie ist es, off-grid hier in Portugal mit einem Hund zu leben? Bevor wir anfangen, würde ich sagen, ich gebe euch ein paar Hard Facts über meinen lieben Hund Kumba. Okay, Kumba? Sind da? Also mein lieber Hund ist jetzt schon seit 3 Jahren. Ich lebe hier off-grid. Das heißt, hier hinten hinter dieser Bergkuppe. Circa hier, also wie gesagt, hinter der ersten Kuppe ist er gebrochen. Und ja, dann wurde er mir mehr oder weniger aufgeredet. Irgendwann nach ein paar Tagen kamen ganz viele Freunde zu mir und haben gemeint, ah Robin, du nennst Kumba, habe ich gehört. Und obwohl ich es gar nicht fest entschieden hatte, habe ich dann nach ein paar Wochen Überlegung entschieden, diesen Hund zu adoptieren. Und das Besondere an ihm, er ist noch komplett unbehandelt, sage ich mal. Er ist weder kastriert noch geimpft. Und auch sowas wie Leine benutze ich nahezu gar nicht. Ich habe jahrelang als Dog-Händler trainiert und habe Huskies in Skandinavien trainiert und habe dadurch viel gelernt, wie man einen Hund wirklich links, rechts beibringen kann und so weiter. Und bei ihm alles auf Portugiesisch. Sollen wir es mal testen? Komm mal. Anda. Senta. Da mit dem Vater. Data. Oh, der Vorführeffekt, das hat super geklappt. Und genau vor 3 Jahren oder 3,5 Jahren bin ich nach Portugal gegangen, habe mir diesen Camperwagen gekauft und lebe auch seitdem in diesem Auto. Momentan im Zelt, das heißt meine Schlafsachen sind hier nicht, aber ihr könnt euch vorstellen, hier schlafe ich normal. Was ich erstaunlich finde, obwohl ich ihm da hinten ein richtig großes Bett gebaut habe, hat er die ganzen 3 Jahre immer hier unten in diesem Bereich geschlafen. Und mir war es immer wichtig, ihm wirklich schönes Leben zu bereiten. Wir waren oft Mountainbiken, er war schon in Frankreich, Spanien, wir sind viel um die Welt gekommen und er hat sich immer super, super, super verhalten. Und jetzt mit 3 Jahren, behaupte ich mal, kommt er so langsam in die Pubertät und ich bekomme zu spüren, dass er nicht kastriert ist. Und jetzt bin ich tatsächlich am Überlegen, ihn nicht nur kastrieren, sondern auch impfen zu lassen. Und ja, ich versuche es natürlich zu vermeiden, aber der erster Nachteil, dass er nicht geimpft ist, ist, dass ich praktisch nicht mehr reisen kann mit ihm. Also weder fliegen, sonst noch was. Hier in Portugal gibt es diesen Poliovirus, wo die Hunde gezwungen sind, sich impfen zu lassen. Und er hatte diesen Virus tatsächlich. Und es war auch eine unbeschreibliche Situation. Er und seine 3 Geschwister, 4 Hunde, alle im selben Zeitpunkt den Virus bekommen. Und es war wirklich schlimm. Also er war wirklich dem Tod nah. Und ja, seltsamerweise waren diese Hunde auseinander, die waren nicht im Kontakt miteinander. Das heißt, eine Ansteckung irgendwie ist unmöglich, ist ausgeschlossen. Trotzdem war der Arzt sich sicher, dass sie sich irgendwie angesteckt haben. Und einer der Hunde kam in ein anderes Krankenhaus, wie er und die anderen 2 Geschwister, und hat dort als einziger Hund Antibiotika bekommen. Und das ist auch der einzige Hund, der nicht gestorben ist. Er und seine 2 anderen Geschwister sind hier in ein Krankenhaus gegangen. Es hat 1.100 Euro gekostet. Dafür, dass er 5 Tage in Quarantäne gegangen ist. Die haben ihn dort gefüttert mit Nassfutter, Blutinvasion. Und ich habe eine ganze Liste an Medikamenten bekommen. Und ich weiß bis heute noch nicht, ob er es überlebt hätte ohne diese Maßnahme. Eine kurze Geschichte dazu. Die 2 anderen Hunde, die wurden ich glaube 3 Tage früher ins Krankenhaus gebracht. Und ich habe tiefes Vertrauen in die Natur und auch sowas wie, ja, ich sag mal, den Poliovirus oder ja, Windpocken bei Menschen und so weiter. Ich glaube fest daran, dass es was Gutes ist und dass es uns stärker macht. Deshalb wollte ich ihn nicht ins Krankenhaus schicken. Aber wie gesagt, 3 Tage war er länger außerhalb des Krankenhauses und er hat erstmal 3 Tage lang nur gekotzt und Durchfall gehabt und hat dann angefangen zu zittern und schwach zu sein. Und dann habe ich angefangen, ihm eine Zuckerlösung in den Mund rein zu spritzen. Das heißt, einfach nur Zucker in Wasser gemacht, in den Mund. Und ich habe sofort gemerkt, dass er einen kleinen Energiebooster bekommen hat. Und es war dann schon am 4. Tag, wo ich dann gedacht habe, oh geil, das wird was, wo die anderen Hunde schon im Krankenhaus waren. Einen Tag später habe ich dann Trockenfutter vom Hundearzt klein gemacht, auch in den Mund gesprüht. Und dann hat die Kotzerei wieder angefangen. Und dann hat er praktisch schon 5 Tage lang nichts mehr gegessen, außer diese Spritze, die ich in den Mund eingeführt hatte. Und dann hatte ich echt Angst, dass er stirbt. Er hat sich schon einen Ort im Busch gesucht und hat sich dort einfach hingelegt. Also das könnte schon mal ein Indiz dafür sein, dass er in Ruhe sterben will.
Und dann habe ich ganz spontan, oder nicht spontan, aber in mehr oder weniger in Panik, 11 Uhr nachts dann ins Krankenhaus gefahren. Es gibt einen kleinen Test, den man machen kann, der wurde mir empfohlen. So, also sind Hunde sehr sensibel am Ohr. Das heißt, wenn man die nur ein bisschen zwickt, dann sollten die eigentlich schon so ein bisschen heulen oder Schmerzen haben. Und ich habe das getestet bei ihm und er hat sich nicht bewegt. Ich habe das Ohr richtig gezwickt und er hat scheinbar nichts gespürt. Und dann bin ich auch ins Krankenhaus gegangen und die haben sich super um ihn gekümmert. Das war sehr hart für mich. 5 Tage durfte ich ihn nicht sehen, weil er in Quarantäne war. Aber die haben mich fast jeden Tag angerufen und mir ein Update gegeben. Und im Endeffekt hat es mich dann 1.100 € gekostet. Ob die Impfung jetzt wirklich was gebracht hätte oder nicht, kann gut sein. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass er jetzt stark ist, dass er ein starkes Immunsystem hat. Und ironischerweise hat mir der Arzt nach der Infektion noch die Impfung empfohlen, obwohl man ja durch diese Erkrankung resistent wird. Also hat er das gut überstanden. Und ja, das war alles, wo er so ein halbes Jahr alt war, vielleicht ein Dreivierteljahr alt. Und ich denke, dann hat wirklich ein sehr, sehr schönes Leben für ihn begonnen. Wir hatten wirklich schöne Zeiten. Ich kann auch wirklich jedem Hundemenschen empfehlen, also im Vergleich zu einem Hund in einem Haus zu halten, halte ich das Off-Grid-Leben mit einem Hund so, so geil. Ihr müsst in der Regel eigentlich gar nicht Gassi gehen. Es kommt ganz drauf an, wie frei ihr ihn lassen wollt, aber in der Regel geht er morgens direkt irgendwo hin, geht auf Toilette und fertig. Aber ich merke, wenn ihr so einen Hund habt wie meiner, der sehr aktiv ist, der sehr sportlich ist, er muss trotzdem noch ausgepowert werden. Weil das ist mir auch aufgefallen. Wenn ich nicht mit ihm Gassi gehe, dann bewegt er sich nicht. Dann liegt er neben mir und ist dann abends wirklich aufgedreht. Und ja, das ist ein großes Thema hier. Wir haben hier unten in der Community, wir leben hier so mit 80 bis 100 Menschen. Und ich würde jetzt mal schätzen, so 15 Hunde. Wirklich ein Problem, weil manche Hunde abends dann auf Touren gehen. Und ein Hund in einem Rudel verhält sich ganz anders wie alleine. Deswegen war es mir von Anfang an wichtig, ihn abends nicht mit anderen Hunden fortgehen zu lassen. Weil wir hier wirklich das Problem haben, dass hier einige Hunde, die Schäfer und die Ziegen, von den Schäfern drumherum töten. Also die gehen dann wirklich auf Jagd, sogar die eigenen Ziegen von unserer eigenen Community wurden von den größeren Hunden getötet. Und deshalb war es mir immer wichtig, ihn abends bei mir zu haben und es ist gar nicht so leicht. Und mein Tipp dafür ist, Gassi zu gehen, wirklich ihn auszupowern, dass er seine Energie los hat, je nachdem, was für einen Hund ihr habt. Und es hat auch alles wirklich immer wunderbar funktioniert. Er war nie die ganze Nacht irgendwie weg oder mehrere Tage, höchstens mal so 2-3 Stunden. Manchmal ist er mit einem anderen Hund wieder hergekommen und hatte ich hier 2 Hunde, also wirklich, wirklich schön. Aber seit diesem Jahr hat sich das jetzt geändert. Ich hatte meinen ersten Vorfall jetzt im Februar. Seine eigene Schwester war läufig und die wohnt so, ja, ich sag mal, 20 Minuten Fußweg von hier. Und er wollte sie besteigen, seine eigene Schwester, die ganze Zeit. Er ist dann nachts oder abends zu der Bekannten hingegangen mit dem Hund und hat dann dort nur geheult und gebellt und wollte zu seiner Schwester. Und das ist natürlich für die Hundebesitzerin von seiner Schwester sehr, sehr unangenehm. Und es ging dann eine Woche lang, der hat dann wirklich morgens, ist er aufgewacht, an der Tür gestanden, geheult, dass er raus kann. Sobald ich die Tür geöffnet habe, ist er sofort weggerannt. Das konnte ich noch akzeptieren, weil das in der Nähe war und so weiter. Und er ist auch immer nachts zurückgekommen. Spätestens 1 Uhr nachts war er zurück. Bis letzte Woche. Das erste Mal war er wirklich die ganze Nacht weg. Und ja, zuerst habe ich mir keine Sorgen gemacht. Aber irgendwann um 15 Uhr habe ich so ein Kopfkino gehabt und habe ihn auch vermisst. Und habe dann nur noch die guten Zeiten mit ihm im Kopf gehabt. Und ja, dann bin ich ihn erstmal suchen gegangen. Ich habe ein bestimmtes Zeichen, das ich mit ihm mache, das eigentlich immer funktioniert. Also da kommt er wirklich immer. Durch sein Jagdkommando und dass er zurückkommt und es ist so krass, wie gut das funktioniert. Und das habe ich gemacht und ihn nicht gefunden und irgendwann um 16 Uhr habe ich ihn dann an der Pizzeria gefunden. Ich glaub's nicht. Ich bin gerade zur Pizzeria hier gefahren. Ich weiß auch 40 Minuten Fußweg von hier und im Dorf
Das heißt, er müsste dann über die Straßen, hat Straßen überquert. Und ja, der Grund auch, warum ich mir so viele Sorgen hatte. Wir haben vor 2 Jahren einen Hund hier verloren, das mit einem Wildschwein gekämpft hat und den Kampf verloren hat. Ich weiß, hier gibt es 2 Hunde, die ihn wirklich, wirklich nicht leiden können. Der eine sieht so ein bisschen aus wie ein Pitbull und der hat ihn mal eine halbe Stunde lang wirklich fast getötet. Dieser Hund hat hier meinen so extrem angegriffen. Aber ich glaube, heute ist es ein bisschen zu heiß für die. Mal gucken, ob uns jetzt noch 2 weitere Hunde entgegenkommen. Der erste müsste hier jetzt gleich kommen, ein kleiner Chihuahua. Gucken wir jetzt mal, ob der deutsche Schäferhund uns gleich entgegenkommt. Weil das ist auch eine Sache hier in Portugal, die meisten haben ihre Hunde nicht an der Leine. Gerade in den Dörfern, die Hunde leben vor der Tür, mehr oder weniger. Die gehen dann nachts rein und auch fast nie mit Leine. Und deswegen jedes Mal, wenn ich hier unten durch das Dorf fahre, springen mir 2 Hunde ans Auto, weil die genau wissen, dass er da drin ist. Und ja, zum Glück ist dann alles gut gegangen. Ich habe mir dann irgendwann mit dem Auto gedacht, ich fahre jetzt mal einfach überall hin, wo ich weiß, wo Freunde von ihm leben. Und das ist der Hund in der Pizzeria, auch nicht sterilisiert und auch läufig, wie ich jetzt erfahren habe. Und ja, das ist jetzt aktuell immer noch ein Problem. Er ist dann die nächsten 3 Tage, genauso wie im Februar, bei jeder Gelegenheit abgehauen. Und wirklich auch, wenn er noch vor mir war und ich gerufen habe, stopp und komm zurück, war er so dreist und ist trotzdem vor meinen Augen noch abgehauen. Und das war für mich ein No-Go. Und deswegen war ich erstmals sehr, sehr froh, als ich ihn bei der Pizzeria gefunden habe. Aber jetzt ist es ein Mix zwischen wieder froh sein, ihn zu haben, und ein Mix zwischen Wut, weil er immer noch abhauen will. Ich muss sagen, jetzt seit 2 Tagen versucht er es nicht mehr. Vielleicht hat er die läufige Hundin vergessen. Bin ein bisschen verwundert, weil ich will ihn nach wie vor nicht an eine Leine zwingen. Ich habe ihn an eine Leine gemacht in der Zeit, wo er versucht hat abzuhauen. Aber das ist mir eigentlich wichtig, dass ich ihn so gut im Griff habe, dass er mich so sehr liebt, dass er von sich aus bei mir bleiben will. Und für die Leute, die off-grid leben, falls ihr auch sowas vorhabt, dann wirklich trainiert eure Hunde. Also bei mir, Hühnerfleisch funktioniert sehr, sehr gut. Also manche machen es auch mit der Kettenhaltung. Bin ich jetzt kein großer Freund von, aber wenn es funktioniert, sage ich mal, besser wie einen Hund zu haben, der die Nachbarstiere tötet. Und ja, vielleicht habt ihr auch irgendwelche Tipps und Tricks wegen Kastrieren lassen, dass ich da irgendwelche Erziehungsmaßnahmen jetzt einführe. Oder vielleicht sehe ich das auch ein bisschen schlimmer, als es eigentlich ist, weil die Hunde sind ja in der Regel immer so 3 Wochen läufig. Das heißt, jetzt muss ich ihn halt 3 Wochen mit mir haben, viel aufpassen. Oder ich kastriere ihn. Was würdet ihr machen? Und zum Thema Impfen, diese Poliovirus-Impfung, die will ich eigentlich jetzt nicht mehr machen. Aber ähnlich wie mit Hunden und den Menschen, was in den letzten Jahren mit Impfpflichten und so weiter ist, ist es schon, ja, wie durch die Hintertür bin ich jetzt ein bisschen gezwungen, ihn eventuell zu impfen. Ich kann halt nicht mit ihm reisen. Das heißt, jedes Jahr brauche ich einen Hundesitter und es ist wirklich nicht einfach. Beziehungsweise jetzt habe ich endlich ein System mit jemandem, mit einem Freund. Der verlässt sein Land im Dezember, dann passe ich auf seinen Hund auf und dann kann ich im Januar nach Deutschland fliegen, weil ich kann das Land mit ihm nicht verlassen, weil er ungeimpft ist. Und ja, jetzt mittlerweile funktioniert es, aber erst 3 Jahre, wie ich das jetzt die nächsten 10 Jahre machen will, da muss ich mir gute Gedanken machen. Und ja, alles zusammengefasst bin ich immer noch mega, mega happy, dass ich ihn adoptiert habe und ihn als Freund habe. Gerade die Leute, die auch off-grid in Portugal leben. Es kann manchmal langweilig werden hier. Ich habe heute zum Beispiel kein Internet und da ist es dann doch schön, mit ihm dann mal Gassi zu gehen, eine Stunde was zu tun haben oder auch einfach nur seine gute Laune zu erleben. Hier in den heißen Sommertagen ist es nochmal extra einfach, eigentlich den Hund zu halten, weil er bewegt sich ab 10 Uhr eigentlich gar nicht mehr und will den ganzen Tag nur die Hitze ertragen. Dann gibt es bestimmt auch den einen oder anderen, der sich überlegt, einen Hund als Wachhund zu holen. Und ja, dazu habe ich auch ein paar Erfahrungen gemacht. Eher mit Kumba, mit anderen Hunden weiß ich nicht, wie das ist. Hier in Portugal ist es auch ganz normal, dass an manchen Farms ein Hund angekettet ist und sein ganzes Leben an dieser Kette verbringt, um diese Farm zu beschützen. Und ja, ich denke mal, mit einem Serra Estrella Hund zum Beispiel, mit Wachhunden, wird es sehr wahrscheinlich funktionieren mit Menschen. Also wenn ein Mensch einbrechen will. Aber meine Erfahrung, wie zum Beispiel, wenn man Hühner halten will und die Hühner vor Füchsen beschützen will, bis dieser Hund einschläft, funktioniert es, behaupte ich. Aber sobald ein Hund schläft, schlafen die so tief, dass so ein ganz leiser Fuchs, der dann leise sich dann einen Huhn krallt und sich das schnappt,
der Hund es entweder zu spät merkt oder gar nicht. Ich hatte wirklich schon die Situation, ich habe hier drin geschlafen und hier stand ein Wildschwein oder drei sogar. Die waren wirklich direkt neben meinem Auto. Und ich habe die gesehen, habe mich erschrocken, meinen Hund angeguckt, der hat einfach tief und fest geschlafen. Das heißt, selbst Wildschweine, die so stark stinken, dass ich die sogar riechen kann, haben nachts nichts gebracht. Tagsüber aber schon. Ich habe ihm auch Jagen beigebracht. Na, guck mal, willst du mal jagen? Hier. Und sind da. Und Buschka! Buschka! Jetzt riecht er natürlich nichts, das sind keine Tiere. Und Buschka! Buschka! Und stopp! An der Ka- Jetzt müsste ich ihm natürlich Hühnchen geben. Ist immer so unglaublich, der nimmt das immer so ultra vorsichtig. Und wenn er keinen Hunger hat, dann nimmt er das und geht jetzt irgendwo hin und vergrabt es. Na, das ist er jetzt. Und was ich als Alternative zu einem Hund empfehlen kann, ist, sich Gänse anzulegen. Also Gänse sind wirklich ideale Wachtiere, weil die erstens noch lauter schreien wie Hunde und zweitens auch wirklich direkt angreifen. Das heißt, hier gibt es wirklich viele, die in ihrem Garten Gänse halten als Wachtiere. Aber mich würde es mal von euch interessieren, jeder, der off-grid mit einem Hund lebt, gibt es irgendwelche Punkte, die ihr denkt, die im off-grid-Leben noch zu beachten gibt, die wichtig sind? Wie steht ihr zu dem Thema Kastrieren, Impfen, Leinehaltung oder Erziehung? Das würde mich mal sehr interessieren. Und dann gibt es bald wieder ein ASQ, Answer Simple Question Videos. Viel Spaß, euer Rocket.